Willkommen zu meinem Let's Play. Es ist mal wieder so ein nicht so bekanntes Spiel, würde ich sagen. Ich habe es damals selbst im der Grabbelkiste gefunden, so wie damals Testament of Sin auch. Ja, das ist auf jeden Fall schon älter, das Spiel. Das steht unten auch von PlayFirst 2007. Es gibt wohl schon zwei Nachfolger davon, die man sich im Internet runterladen kann. Ich habe gerne immer sowas im Schrank stehen, deswegen habe ich es mir damals gekauft. Ich habe gerne sowas Festes, Gepresstes, mit schönem Etikett. Ich habe es mir auch gekauft, weil mir das Booklet so gut gefallen hat. Also das, ich meine das Ding drumherum. Ja, also die Hülle. Weil da halt Pralinen drauf sind und das fand ich sehr interessant. Ich dachte, vielleicht sind da sogar Rezepte drin. Ich weiß gar nicht mal, ob da jetzt wirklich Rezepte drin sind. Ja, über 130 unterschiedliche Aufträge. Entdecken Sie 14 Städte auf der ganzen Welt. Steuern Sie Geschwindigkeit Ihrer Produktion mit kniffligen Minispielen und 64 verschiedene Rezepte und 6 Standorte erwarten Sie. Und tauchen Sie ein in das, faszinierende Welt des 19. Jahrhunderts. Ja, das hat mich alles sehr angesprochen. Auch das ja, Rückendesign, wie gesagt, das Vorderdesign auch schon. Und ich habe von der gleichen Produktionsfirma auch noch Dream Chronicles. Und ja, gut, das Spiel finde ich nicht ganz so toll. Das haben wir auch ziemlich schnell durchgespielt. Aber ich finde, an dem Spiel jetzt hier sitzt man schon etwas etwas länger und ich finde das auch ein bisschen besser als das andere Spiel, weil ich finde, hier hat man mehr Spaß. Bei dem anderen muss man nur so Sachen suchen und wenn man einmal die Rätsel gelöst hat, dann ist das nicht mehr interessant. Aber das hier macht immer wieder von vorne Spaß und ja. Ich habe hier schon einen Charakter erstellt, deswegen steht hier Motoko hier über Spielerwechsel. Wie gesagt, ich habe das Spiel auch für 5 Euro bekommen. Ich werde demnächst dann einfach mal bei den ersten Teilen immer verlinken, wo man das Spiel bekommt. Von meinen ganzen Let's Plays. Und ja, ich hoffe mal, wir werden viel Spaß damit haben. Ja, ich fange jetzt mal an mit dem Story-Modus. Hoffentlich schmiert nicht wieder das Spiel ab. Besser gesagt, Fraps, das ist mir eben passiert. Habe ich mir die neue Fraps-Version gezogen und mal schauen, wie es jetzt weitergeht. So, da sind wir jetzt angekommen. Ja, Evangelina Baumeister. Hallo Motoko, ich freue mich, dass Sie die Rezepte meiner Familie wieder zu Ehren bringen wollen. Vor Ihnen liegt eine großartige, aber anspruchsvolle Aufgabe. Soll ich Ihnen zu Beginn helfen? Ja, bitte. Wunderbar. Die Herstellung edler Schokolade, dem Elixier der Götter, ist eine echte Kunst. Sie werden schon bald Schokolade herstellen können, aber zuerst erkläre ich Ihnen die Grundlagen. Sehen Sie unten links den Kassenbestand an. 0 Dollar. Nicht gut. Ich gebe Ihnen eine Kiste von Schokolade, die Sie an Valina McMurty von San Francisco Chocolatier verkaufen können. Im Nachrichtenfenster unten erscheint übrigens die offenen Aufgaben, während Sie einen Quest haben. So, ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch seht. Bei mir ist die Schrift ein bisschen abgeschnitten, aber ich glaube bei euch nicht, weil ich, ja, auf meinem Laptop in Vollbild anschaue, weil ich, das ansonsten nicht so gut lesen kann, auf meinem kleinen Laptop-Bildschirm. Und, ich meine aber, dass Fraps ganz normal in, 3:4 Format aufnimmt. Ich weiß also nicht, ob ihr das auch so ein bisschen abgeschnitten habt hier. Es ist nicht dramatisch, aber ich sehe das schon. Ja, hier unten steht Willkommen bei Chocolatier Motoko. Entschuldigung, ich bin immer so müde. Eine Kiste. Ein Kisten. Kirschpralinen mit Mahayanga erhalten. Treffen Sie Valina McMurty in San Francisco Chocolatiers. So. Das müsste da sein. Dann haben wir die jetzt getroffen, die gute Valinda McMurty. Sie haben Schokolade von Evangelina Baumeister. Wussten Sie, dass sie früher selbst eine berühmte Chocolatier war? Wenn da nicht ihre Schwester gewesen wäre, dann... Egal, gehen Sie ruhig rein, um zu sehen, was ich für Ihre Waren zahlen würde. Klicken Sie aber zunächst auf Alles verkaufen, um die Transaktion abzuschließen. So, hier also auf Alles verkaufen. So. Vielen Dank, Motoko. Kommen Sie bald wieder. Ich brauche immer hochwertige Schokolade für meinen Laden. Sprechen Sie jetzt hier mit Evangelina
in dem Klippenschlösschen. So. Glückwunsch, Sie haben die Pauline verkauft. Sprechen Sie mit Evangelina Baumeister. Fantastisch. Haben Sie den Anstieg im Nettoverdienst bemerkt? Da. Motoko, was tun wir jetzt mit all dem Geld, das Ihre virtuellen Taschen füllt? Wir produzieren natürlich damit Schokolade. Das sind die drei wichtigsten Dinge für die Schokoladenherstellung. Rezepte, Zutaten, Schokolade machen. Gehen wir der Reihe nach vor. Ihre Rezepte legen fest, welchen Konfekt Ihre Fabrik produzieren. Treffen Sie sich mit Jeremiah Pepper. Sie finden ihn hier, bei Barry Coast Salon. Von ihm erhalten Sie Ihr erstes Rezept. Das soll auch. Genau. Evangelina schickt sie wegen eines Rezeptes. Dann sind sie wohl hier in ein neuer Schützling. Ihr neuer Schützling. Und sie sollen wohl helfen, die Familienstreitigkeiten beizulegen. Was? Mann, diese Frau ist wirklich hartnäckig. Nun denn, hier ist ein Rezept für die einfache Schokoladentafel. Das sollte ein guter Anfang sein. So, hier sehen wir jetzt einfache Schokolade, braucht Zucker und Kakaobohnen. Und hier steht, wir sollen wieder mit der Evangelina Baumeister reden. Glückwunsch, Sie haben Ihr erstes Rezept. Ihr Rezeptbuch zeigt, welche Rezepte Sie besitzen. Ob Sie die Zutaten dafür haben und welche Rezepte Sie noch finden müssen. Ich glaube, ich mache mir gleich mal einen Tee. Keine heiße Schokolade, aber einen Tee. Weil mein Hals doch ein bisschen zu ist. So, haben Sie bemerkt, dass Ihnen die Zutaten für die einfachen Schokoladentafeln fehlen? Zucker finden Sie fast überall. Gehen Sie zum fairen Markt hier in der Stadt und kaufen Sie 50 Säcke davon. Ja, da kommt richtig viel Zucker. Oh Gott. Schokolade in... Zucker in die Schokolade. Da ist der fairen Markt. Schön, das blinkt auch noch so schön, dass man das nicht übersehen kann. Aha, jetzt aber. Patricia Nolis. Ich habe nur besten Zucker hier in meinem Markt, vorrätig. Gehen Sie hinein, geben Sie die gewünschte Menge ein und klicken Sie auf Kaufen, um den Kauf abzuschließen. So, wir wollen Zucker, das ist Zucker. Und wir sollten 50 Säcke davon kaufen. So. Meine Preise enthalten natürlich die Kosten für den Transport der Zutaten dorthin, wo sie benötigt werden. Kehren Sie ins Klippenschlösschen zurück und sprechen Sie mit Evangelina Baumeister. So. Fantastisch! Mit dem runden Buttons unten können Sie zwischen Nachrichten, Fabrikstatus und Inventar wechseln. Sehen wir uns jetzt mal Ihr Inventar an. Sehen Sie die Säcke Zucker, die Sie eben gekauft haben? Um die Beschaffung von Kakao kümmern wir uns später. Für den Anfang gebe ich Ihnen 75 Säcke Kakaobohnen aus meinem privaten Vorrat. Okay, die hat zu Hause Kakaobohnen. Sie sollten den Kakaobohnen jetzt in Ihrem Inventar sehen. Gut, Sie haben ein Rezept, Sie haben die Zutaten, dann machen wir jetzt mal Schokolade. Gehen Sie zu Harold Jenkins, Sie finden ihn hier, Brackhouse Square. Die jahrelange Arbeit an der Grange hat ihn fast taub gemacht, aber niemand weiß viel über Schokolade wie der alte Harry. Kommen Sie wieder her, wenn Sie mindestens 6 Kisten einfache Schokoladentafeln hergestellt haben. So. Da oben müssen wir hin. Wie war das? Wie war das? Sie brauchen mindestens 6 Kisten einfache Schokoladentafeln. Gehen Sie rein und klicken Sie auf Schokolade machen. Damit stellen Sie Schokolade her und geben die Effizienz unserer Maschinen vor. So. Rezept, einfache Schokoladentafeln, aktuelle Produktion 0. Schokolade machen. So, und jetzt geht's ab. Jetzt kommt nämlich das Minispiel. So, jetzt geht hoffentlich gleich die Framerate hoch. Kann ja schon mal ein bisschen wedeln, dass die Framerate hochgeht. Ziehen und klicken Sie, um die Zutaten abzuschießen. Ziehen und klicken. Die Vorlage für das Rezept sehen Sie rechts. Bei Erfolg lasse ich die Maschine schneller laufen. Verschwenden Sie Zutaten, bremse ich sie. Verschwenden Sie 8 Zutaten, halte ich sie an. Viel Glück. Ja, jetzt muss ich nämlich zielen. So, Bohne, Zucker, Bohne, Zucker, Bohne, Zucker, Bohne, 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 Zucker, Zucker, Bohne, Zucker, 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 Bohne, Zucker, Zucker, na, Zucker, Bohne, 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 Zucker, Zucker, Bohne.
Ja, das. Ah! Da habe ich daneben geschossen. Stellen Sie sicher, dass Sie nur benötigte Zutaten auf die Felder schießen. Verwenden Sie das grüne Muster rechts als Vorlage. Wenn Sie 8 Zutaten verschwenden, muss ich die Produktion anhalten. Hier sehen wir haben, glaube ich, noch 30 Sekunden und wir haben bisher 9 Kisten, stellen wir her. Also sollte ich noch dafür sorgen, dass wir noch ein paar mehr herstellen. Okay, weiter geht's. Bohne, Bohne, Zucker, 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 Bohne, Bohne, Zucker, 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 Bohne. Und ihr seht, das geht schon schneller und ich bin hier echt schon am. Außerdem, weil ich auch noch dazu rede. Deswegen ist das noch ein bisschen schwieriger. So, da habe ich daneben geschossen. Ja, das ist unsere Grundproduktion, deswegen sollten wir hier schon wenigstens ein bisschen was haben. Na gut, okay. Ich denke mal 27, 28 Kisten, 29 Kisten, wie viel werden es jetzt? Ist ganz okay. Toll, Sie kennen sich mit diesen Maschinen aus. Sorgen Sie für genügend Zutaten, dann produzieren wir die Anzahl Kisten, die Sie gerade vorgegeben haben. 29. Reicht mir jetzt. 29 ist auch eine gute Zahl. So. Wunderbar. Ja, Zutaten werden knapp. Ja, da müssen wir wohl neue Zutaten kaufen. 0 Kisten verkauft. 29 Kisten haben wir im Inventar. Da sind die Zutaten. Solange Sie genügend Zutaten haben, produzieren wir Schokolade mit der wöchentlichen Rate, die Sie gerade vorgegeben haben. Gehen Sie zurück zum Evangelina Baumeister im Klippenschlösschen. So. Ausgezeichnet, Sie haben Ihre erste Schokolade hergestellt. Sehen wir uns mal Ihr Inventar an. Sie sollten jetzt die Kisten mit den soeben hergestellten Schokoladen und sämtliche noch übrigen Zutaten sehen. Zucker finden Sie gegebenenfalls überall. Kakaobohnen wachsen jedoch nur nahe des Äquators. Hier haben Sie etwas Geld für eine Reise. Klicken Sie auf die Karte und reisen Sie dann nach Mérida in Mexiko. Kaufen Sie im Mercado Mexicano 100 Säcke Kakaobohnen. Bon voyage! Ach ja, etwas hätte ich fast vergessen. Denken Sie daran, dass Ihre Fabriken weiterhin mit der von Ihnen vorgegebenen wöchentlichen Rate Schokolade herstellen und natürlich Zutaten brauchen, auch wenn Sie auf Reisen sind. Ja, ich glaube, wir müssen die Zutaten dann im Inventar haben. Bin mir nicht so ganz sicher. Denke aber schon. Ich werde mir jetzt mal kurz einen Tee machen und deswegen hier jetzt einen Schnitt haben. So, da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt einen Tee gemacht. Der muss jetzt noch ein bisschen ziehen. Das ist eine neue Teesorte, die ich ausprobiert habe. Grüner Kokos. Mal schauen, mal schauen. Der ist, glaube ich, sogar auch mal ein grüner Tee, obwohl ich so selten grünen Tee mag. Mal schauen, ob er mehr nach grünem Tee oder mehr nach Kokos schmeckt. Ja, wir sollten ja woanders hinreisen. Deswegen schauen wir mal da. Merida, einwöchige Reise. Diese Reise kostet 172. Klicken, um hierher zu reisen. Tut, tut, tut. Oh, jetzt andere Musik. Da-dam, da-dam. Und uns wird das Geld abgezogen. Jetzt sind wir hier. Und. Achso, es blinkt immer das, was ich gerade anwähle. Hier sollten wir bestimmt hin zu dem Chocolatier. Wir haben 50 Kisten. Und. Sie kauft die für 37? Nee, verkauft. Gerade etwas verwirrt. Okay, wo sollten wir denn hin? Ah, hier. Hallo Motoko, willkommen im Mercado Mexicano. Evangelina Baumeister hat Sie für die Kakaobohnen hergeschickt. Wie geht es meiner Freundin? So etwas wie Sie gibt es wahrscheinlich nicht nochmal. Kaufen Sie 100 Säcke Kakaobohnen. Okay, dann kaufen wir jetzt mal 100 Säcke Kakaobohnen. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Ich schicke Ihre Ware umgehend zur. Ich tue jetzt nicht die Stimme nachmachen, weil mein Hals gerade schon eh weh tut. Vielleicht nach dem Tee gleich. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Ich schicke Ihre Waren umgehend zur Brickstone Square. Bevor Sie heimfahren, gehen Sie nebenan zum Plaza Mayor und sprechen Sie mit Fernando Ferdes.